ihr lieben Leute da draußen, wie ihr vielleicht schon vom Verkündungsvideo wisst, also die Leute, die es gesehen haben, wisst ihr eigentlich schon, dass wir schwanger sind. Juhu! Ja, und die Leute, die mir in Instagram folgen, die wissen es auch schon einen Moment länger. Und heute soll es einfach nur darum gehen, wie ich bemerkt habe, dass ich schwanger bin. Und das ging eigentlich recht fix. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, wie habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin? Erstmal vorab, das Baby war geplant, nicht so früh, so schnell, aber auf diese Art und Weise, wie wir es einfach probiert haben, schwanger zu werden, war es eigentlich klar, dass das relativ schnell klappt, denn wir benutzen, ich möchte keine Werbung machen, aber wir benutzen den Clear Blue Fertilitätsmonitor. Ich kann dazu gerne ein extra Video machen, weil das würde den Rahmen sprengen, wenn ich darüber jetzt noch erzählen würde. Und wie gesagt, unter anderem haben wir diesen Computer benutzt und ich habe noch andere Methoden angewandt. Wenn man seinen Körper recht gut kennt, dann kann man den Eisprung eben auch anders ermitteln. Und dazu kann ich auch noch ein extra Video machen, wenn euch das interessiert. Also bitte in die Kommentare posten, wenn ihr die Videos sehen möchtet. So, angefangen hat nämlich unsere Reise am 15.08.2018. Da hatte ich meinen Eisprung. Den habe ich eben, wie gesagt, mittels dem Fertilitätsmonitor gecheckt. Das ist quasi so ein kleiner Monitor. Da kommen diese Stäbchen rein. Das hier zum Beispiel ist ein Ovulationsstäbchen. Der misst halt eben mit diesem Stäbchen, ob man seinen Eisprung hat, mittels LH-Anstieg und noch mit irgendeinem anderen Hormon, was irgendwie auch noch im Körper dann ansteigt. Ich finde das ganz cool, weil die normalen Ovulationstests, die messen halt eben nur den LH-Anstieg, was aber nicht unbedingt aussagekräftig dafür ist, dass man seinen Eisprung hat, weil dazu gehört nämlich noch dieses andere Hormon, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Auf jeden Fall hatte ich am 15. und am 16.08. meine maximale, mein Eisprung. Und da hat mir der Computer halt Max angezeigt. Da steht, das heißt, soll stehen für maximal. Und da habe ich, diese Stäbchen dafür verwendet. Die kann man in den Computer reinstecken. Und da hat man dann schon gesehen, dass das hier schon ziemlich positiv ist. Also haben wir natürlich diesen Tag auch mitgenommen. Und ich habe am 16. nochmal positiv getestet. Und der war dann richtig knallepositiv, weshalb ich davon ausgehe, dass am 16. mein Eisprung war. So. Ich habe auch während dem Eisprung einen leichten Mittelschmerz gespürt und das ist eigentlich auch so ein Zeichen, dass der Eisprung bald einsetzt. Dazu, aber wie gesagt, zum Thema Eisprung würde ich gerne nochmal ein separates Video machen, wenn ihr das wollt. Am 19.08. Wohlgemerkt, ich hatte einen verlängerten Zyklus. Normalerweise habe ich einen Zyklus von 28 Tagen. Diesmal hatte ich aber einen Zyklus von 31 Tagen, weil sich mein Eisprung einfach verschoben hat. Am 19.08. Zyklustag 21, Eisprung plus 4 oder 5, je nachdem, wann ich meinen Eisprung hatte, am 15. oder 16. Das kann man jetzt dann nicht so genau ausmachen. Hatte ich im Inneren schon das Gefühl, dass sich da irgendwas tut, dass das
wahrscheinlich geklappt haben muss. Also ich habe mich schon etwas anders gefühlt. Natürlich mögen jetzt manche sagen, oh, die Alte spinnt. ES plus 4 oder 5 kann man noch gar nichts merken. Und ich sage, doch Leute, man kann. Wenn man seinen Körper kennt, kann man an Eisprung plus 4 oder 5 schon eine Veränderung erkennen. Ja, am 24.08., es waren dann ein paar Tage dazwischen, da war ich dann ES plus 9 bzw. 10, je nachdem, ne? Zyklustag 25. Gegen 0 Uhr abends, also gegen 12 Uhr abends, vor dem Schlafengehen, habe ich zweimal ein kurzes Pieksen oder Stechen im Unterbauch bemerkt. Das war dann auch gleich wieder weg. Das war so kurz vorm Schlafengehen. Ich bin irgendwie an dem Abend sehr spät eingeschlafen. Keine Ahnung warum. Ja, und da war für mich schon das Ding im Kopf von wegen, oh ja, das könnten Einnistungsschmerzen sein. Also, oh, das hat wahrscheinlich geklappt. Da macht sich's jemand gemütlich. Ich hoffe, ich rate das jetzt nicht so für euch runter, aber ich will das Video auch nicht zu urig lang machen. Am 25.08.018 ES plus 10, ES plus 11, je nachdem, Zyklustag 26, hatte ich ganz leichte hellrosa Schmierblutungen gehabt und ein bisschen Übelkeit schon. Mag jemand denken, oh, das ist echt schnell, habe ich mir auch gedacht. Aber ich wusste dann schon bei der leichten hellrosa Schmierblutung, okay, das könnten Einnistungsblutungen sein, weil das war wirklich nur beim Abwischen. Also normalerweise, vielleicht wäre es auch gar nicht rausgekommen, keine Ahnung. Ich hatte es wirklich nur beim auf Toilette gehen ganz kurz und dann war es halt eben auch wieder weg. Und durch die Farbe kann man das halt auch sehr gut ausmachen, ob das eine Einnistungsblutung ist oder nicht. Bei manchen weicht das natürlich ab, gerade wenn man vielleicht mit Mehrlingen schwanger ist. Dann kann das schon zu einer periodenartigen Blutung kommen, sollte allerdings auch nicht länger als 24 Stunden anhalten. So. Ja, warum wusste ich, dass es Einnistungsblutungen sind? Ja, normalerweise sind Einnistungsblutungen viel, viel früher als die eigentliche Regelblutung, weil die eigentliche Regelblutung gegen Ende des Zykluses, ist logisch, einsetzt und die Einnistungsblutung zwischen 10 Tage nach Eisprung bis 12 Tage nach Eisprung, aber das ist dann eigentlich schon ziemlich spät. Die früheste Einnistungsblutung kann man 8 Tage nach Eisprung feststellen, also ungefähr am 14. Zyklustag ungefähr. Wenn ich das jetzt alles richtig, wenn ich mich da jetzt richtig belesen habe. Gut, also wie gesagt, bei mir war es Eisprung plus 10. Und ja, das hat auch super gut gepasst und ich habe nochmal nachgerechnet. Und wie gesagt, das war eigentlich für mich schon ein eindeutiges Zeichen. Ja, das hat geklappt. Gut. 26.08.018, ES plus 12, 13, Zyklustag 27, immer noch leichte Schmierblutung, ansonsten keinerlei Symptome weiter. Doch vielleicht eine leichte Übelkeit, ein bisschen Schwindel. Ansonsten ging es mir gut. ES 27.08.018, ES plus 13, 14, Zyklus, Tag 28. Immer noch ganz leichte Schmierblutung. Also bei mir hat die Einnistungsblutung quasi 3 Tage gedauert. Und ja, dann war das halt auch weg. Alles, was über den dritten Tag geht,
sind dann eigentlich sollten keine Einnistungsblutungen mehr sein. Ich mache die Sache natürlich wie immer ein bisschen anders, weil ich ja halt auch eine anerkannte, nennt man das so, anerkannte, bestätigte Gelbkörperschwäche habe und deswegen Blutungen immer mal eintreten können. Deswegen ist das bei mir immer ein bisschen anders. Aber Einnistungsblutungen sollten nicht länger wie 3 Tage dauern. Eigentlich dauern die vielleicht mal 1 Tag, das ist die Regel, 1 Tag, maximal 2 Tage. Gut. 27.08.18, ES plus 13, 14, Zyklustag 28, ich wiederhole mich so gerne, leichte Schmierblutung, Übelkeit, Schwindel, Ziehen im Unterleib, das ist auch mal ein sehr deutliches Zeichen, dass sich da was, dass sich da einfach was einnistet. Und ich hatte so ein Ziehen im Unterleib, als ob ich meine Periode bekommen würde. Sie kam aber nicht. Das hat schon mit den Mutterbändern zu tun, dass die sich da schon so ein bisschen drauf vorbereiten, dass alles so ein bisschen arbeitet. Das ist aber ganz normal. 28.08. ES plus 14, 15, Zyklustag 29. Da hatte ich einen ganz leichten positiven Test, Übelkeit, Unterleibsziehen und meine Brüste haben wehgetan. Das hier war der ganz leichte positive Test. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, ob die das einfängt. Ich denke nämlich nicht. Aber weil der war ja echt noch ganz, ganz leicht. Das ist übrigens ein Test von dem Clear Blue Fertilitätsmonitor. Den steckt man dann in diesen Computer rein und der liest es dann aus quasi. So, ich wusste schon, dass er positiv ist, obwohl der Computer mir gesagt hat, dass ich nicht schwanger bin. Aber das liegt einfach daran, dass dieser Sensor eine stärkere Linie braucht, um ein klares Ergebnis einfach abliefern zu können und um zu sagen, dass man dann eben schwanger ist. Deswegen konnte ich mir am 28.08., also ES plus 14, 15, konnte ich schon sagen, okay, das hat geklappt, du bist schwanger. Am 29.08. ES plus 15, 16, Zyklustag 30, Schwangerschaftswoche 4 plus 5. Ja, da habe ich einen positiven Test in der Hand gehabt. Ich hatte ansonsten keinerlei Symptome mehr, also nicht mehr viele, bis auf vermehrten Hunger. Den habe ich jetzt immer noch. Aber dazu mache ich dann im Schwangerschaftsupdate, gebe ich dann mehr Infos zu. Das ist ja jetzt einfach nur, ne, wie ich das gemerkt habe. Ich habe schöne Haut bekommen, also die Pickel gingen weg und die Haut wurde meines Erachtens etwas besser. Ich hatte dann abends wieder etwas Blutung, aber das kommt ja, wie gesagt, einfach durch meine Gelbkörperschwäche und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich muss dazu sagen, wir waren an dem Tag in Frankfurt, sind ziemlich viel durch die Gegend gelaufen und es war auch ziemlich anstrengend. Und es kann auch sein, dass die Blutung daher kam oder einfach, weil ich noch ziemlich angeschlagen war. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schnupfen, was ich aber jetzt einfach ein bisschen auf die Schwangerschaft schiebe. Da hat man ja immer eine laufende Nase, also fast immer. Und ich habe jetzt immer noch ein bisschen Husten, also an dem Tag war es halt auch stärker. Kann alles so ein bisschen mit einer Rolle spielen, warum ich leichte Blutungen hatte. Die Farbe war halt anders, das hat mich beunruhigt, deswegen bin ich sicherheitshalber ins Krankenhaus gefahren. Da war eine ganz nette Ärztin, ich musste auch gar nicht lange warten. Und die hat dann auch einen Test gemacht, der war erst ganz leicht positiv und der wurde mit der Zeit dann noch positiver. Also man konnte das dann ganz klar erkennen.
Und die hat dann einen Ultraschall gemacht. Und siehe da, man hat sogar schon an ES plus 16 oder 15 am 30. Zyklustag eine Fruchthöhle gesehen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Und die Ärztin hat mich beruhigt. Es war keine Blutung mehr da bei der Untersuchung. Und es war nur ein bisschen freie Flüssigkeit in der Gebärmutter zu sehen. Aber nicht so, dass es für das Baby gefährlich werden könnte. Es könnte zum Beispiel von dem geplatzten Gelbkörperfollikel sein, der ja die Schwangerschaft erhält und wichtig ist. Und ja, wie das genau funktioniert, kann ich euch vielleicht auch in einem separaten Video erklären. Ja, auf jeden Fall diese freie Flüssigkeit. Keine Ahnung, woher die jetzt wirklich kam, ob es eben durch den Follikel war oder durch irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist sie nicht gefährlich für das Baby. Es könnte auch sein, dass das ein bisschen Blut war, das irgendwann rauskommt oder halt eben auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ja, die Ärztin hat dann halt geschallt und hat geschaut und hat gesagt, hey, das sieht super aus. Die Fruchthöhle ist richtig schön mittig in der Gebärmutter und die wäre schön von der Form, also die ist richtig rund und das Baby möchte wahrscheinlich bei ihnen bleiben, weil das hat sich schon richtig gut festgebissen und sie war positiver Dinge und ich durfte wieder nach Hause gehen. Ich kann euch auch hier einmal das Ultraschallbild zeigen. Ich habe jetzt leider keinen, doch habe ich, aber ich kann das dann nicht sehen. Also es ist wirklich ganz, ganz klein. Ihr müsst bedenken, in welcher Woche ich da war. Also 4 plus 5, ES plus 15, da sieht man natürlich nicht viel. So, ich versuche das jetzt irgendwie zu zeigen. Das längliche hier, was ihr seht, ist die freie Flüssigkeit. Und das kleine, runde Ding, das ist die Fruchthöhle von Baby. Ja. Genau. Alles gut. Ich durfte wieder nach Hause. Ich habe natürlich auch weiterhin fleißig getestet. Hier war auch nochmal ein Klärbluttest, was man wahrscheinlich nicht wirklich erkennen kann. Und das war der Clearblue-Fertilitätsmonitor-Test. Also das war der positive. Das sieht man jetzt sogar schon auf der Kamera. Das war der positive. Also wo dann halt auch eben der Computer gesagt hat, dass ich schwanger bin. Ja, dann einen Tag später habe ich dann einen Billigtest gemacht. Der sah dann so aus, also auch schon viel besser. Und heute habe ich diesen, einen Billigtest und einen von Clear Blue gemacht. Und ja, der zeigt das dann natürlich richtig extrem an, ne? Das ist, also, da muss man nicht mehr streiten. Übrigens, das ist nicht der mit dem Plus, das ist der Schnelltest. Innerhalb von 3 Minuten soll man da schon was erkennen können. Das war auch so. Ich habe mich erstmal total erschrocken und bin zu meinem Freund und habe gesagt, der ist negativ, weil ich auf dieses blöde Plus gewartet habe. Und er so, nein, da muss kein Plus sein, das ist nicht der, das ist ein anderer. Und ich so, hä? Und ja, bin dann nochmal zum Papiermüll gegangen und habe mir das angeguckt und ja. Deswegen, also das ist nicht der mit dem Plus, das ist dieser Schnelltest. Ja, dann kommen wir zum 30. ES plus 16, 17, Zyklustag 31, Schwangerschaftswoche 5 plus 5. Wie gesagt, ja, Das war ja ein Tag später. Da war ich nämlich bei meinem Frauenarzt.
Ich muss dazu sagen, ich überlege, meinen Frauenarzt zu wechseln. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Ich muss mir das noch genau überlegen, weil mein Frauenarzt mir von der Kompetenz nicht mehr unbedingt zusagt. Ja. Und ja, bei ihm war ich halt eben und habe ihm erzählt, was an dem Abend passiert ist. Zumal mir die Ärztin im Krankenhaus gesagt hat, dass ich am nächsten Tag doch bitte zu meinem Frauenarzt gehen soll und ihm die Sache schildern soll und er mir doch bitte Utrogest, das sind diese Tabletten, die man nehmen muss, die das Hormon Progesteron enthalten. Das ist ein Hormon, was sich in der Schwangerschaft bildet, um die Schwangerschaft einfach zu halten. Ja. Und die konnte mir allerdings nur mein Frauenarzt verschreiben und nicht die Ärzte im Krankenhaus. Die dürfen das nämlich nicht. Und ja, das ist übrigens diese Tablette, die sieht so aus. Steht auch da hinten so ein bisschen drauf. Man kann es vielleicht lesen. 200er, das ist also die höchste Dosis, die man verabreichen kann. Und ich kenne die auch schon. Die sind nicht unbedingt ohne. Man wird davon ziemlich, ziemlich müde. Aber ja. Ich musste sie bei zwei Schwangerschaften nehmen, einmal bei Alyssa und einmal bei Lilly. Also ich kenne das schon und das wird wahrscheinlich jetzt nicht anders sein. Und deswegen musste ich halt eben auch zu meinem Frauenarzt, der war jetzt nicht wirklich motiviert, mich noch zu untersuchen und sagte dann auch, warum er jetzt nochmal nachschauen sollte, wenn das doch die Ärztin gestern getan hat. Und ich habe ihn dann auf den Zettel verwiesen, den mir die Frauenärztin vom Krankenhaus gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man im Krankenhaus war, bekommt man dann noch so eine Art Rezept. Also das sieht aus wie so ein Rezeptzettel für den Arzt, mit, wo die Ärzte halt im Krankenhaus draufschreiben, wie die weitere Behandlung oder wie das halt weitergehen soll, also was da halt empfohlen wird. Und das hat er dann gelesen und eigentlich weiß er von meiner Gelbkörperschwäche. Und ich habe ihm dann halt auch gesagt, dass die Frauenärztin mir geraten hätte, dass es gut sei, wenn er mir diese Tabletten verschreiben würde. Er war erstmal nicht dafür, hat sich dann aber spontan umentschieden und hat gesagt, ja gut, doch, können wir machen. Und ja, er konnte es wahrscheinlich nicht so wirklich glauben, dass die Frauenärztin im Krankenhaus schon eine Fruchthöhle gesehen hat und war sich dessen nicht so ganz sicher und meinte so, ja gut, wir untersuchen jetzt einfach erstmal. Und ja, das haben wir dann auch getan. Wir mussten auch unseren allseits geliebten Stuhl, den wir Frauen alle so mögen. Und Blutungen waren keine mehr da. Ich habe dann einen Ultraschall bekommen und ja, wie soll es auch anders sein? Happy Day, der Arzt sieht nichts und ich war am Boden zerstört. Ich war total, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Ja, also das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Am Abend davor hat man noch eine Fruchthöhle gesehen und er schallt und sieht nichts. Fand ich ziemlich komisch, aber der hat auch so blöd geschallt, das hat echt wehgetan und man hat es ihm einfach gesehen. Dieser Arzt war einfach so unmotiviert und lustlos und dass ich mir schon gedacht habe, okay, du machst das wahrscheinlich sowieso nicht ordentlich und hast da nicht wirklich Bock drauf. Also lassen wir es jetzt mal so stehen. Er hat mir nicht viele Hoffnungen gemacht, er hat gesagt, ja, ich sehe da freie Flüssigkeit, aber für eine Fruchthöhle wäre das zu viel. Und da habe ich mir gedacht, du Depp, ja, das ist auch nur die freie Flüssigkeit und nicht die Fruchthöhle. Macht Sinn, oder?
Gut, er meinte dann, naja, er weiß jetzt nicht, ob das eine Schwangerschaft ist, also wir müssten jetzt mal abwarten. Mein Gefühl sagt mir natürlich, ja, natürlich, da ist was und im Krankenhaus wurde ja auch was gesehen. Natürlich gilt jetzt noch das Alles-oder-nichts-Prinzip. Es kann jetzt immer noch abgehen, es kann immer noch was passieren, dessen bin ich mir auch bewusst, jeden Tag. Und natürlich kann es sich auch rausstellen, dass es zum Beispiel Windei ist. Das ist einfach eine Fruchthöhle, da ist die wächst, aber eben kein Baby drin ist. Das muss man sich alles so im Hinterkopf behalten. Er meinte halt, weil er keine Fruchthöhle in der Gebärmutter gesehen hat, dass es vielleicht eine Eileiterschwangerschaft sein kann. Ja, gut, wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen und warten ab. Er sagte dann, ich sollte dann nochmal zum Blut abnehmen, einfach hinten zu den Mädels ins Labor, damit die dass das Blut halt ins Labor schicken können für den HCG-Wert, damit das übers Blut einfach nochmal bestimmt werden kann, weil der muss ja dann auf einen Wert von so und so viel haben in der und der Woche, damit man sagen kann, okay, das ist insoweit eine intakte Schwangerschaft. Ja. Während ich mich dann angezogen habe, hat mein Freund Gott sei Dank noch daran gedacht, dass der Arzt mir doch die Tabletten noch verschreiben sollte, weil er hat das anscheinend vergessen. Ja, da hat er, also er hat mir die Tabletten nicht wirklich verschrieben. Er hat sie aus einer Schublade rausgekramt und hat sie mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit sollten sie doch übers Wochenende kommen. Daumen hoch! Ja, gut, okay. Mir ist es gleich. Ich musste nicht für bezahlen, ist auch nie schlecht. Aber seltsam fand ich es irgendwie doch. Ja, er wollte wahrscheinlich, also das hat er nicht geschafft. Er wollte wahrscheinlich noch aufmunternd wirken und meinte dann so, ja, und jetzt hoffen wir einfach mal das Beste, aber naja, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das ja auch nicht so schlimm, denn sie haben ja schon Kinder und ja, wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie jetzt nicht schwanger wären oder wenn sich da jetzt, wenn das jetzt abgehen würde. Hallo? Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber wahrscheinlich an diesem Abend nicht wirklich das Richtige. Ich finde es vollkommen anmaßend, solche Bemerkungen von sich zu geben, auch noch als Chefarzt einer Klinik. Ich weiß, ich war so ein bisschen baff, ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ich wusste jetzt da auch gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich habe nur freundlich genickt und habe gedacht, gut. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde, es ist egal, wie viele Kinder man hat. Man freut sich doch über jedes Kind. Also ob geplant oder nicht. Wenn es gewollt ist, dann freut man sich drüber. Ja, und dann möchte man dieses Kind auch. Ich weiß nicht, ob andere Leute, ob andere Menschen sich darüber eine Meinung machen dürfen. Natürlich darf mir jeder gerne seine Meinung, seine Kritik entgegenbringen. Es kommt halt immer drauf an, wie man sie rüberbringt. Finde ich. Gut. Ja, mit diesen netten Worten habe ich mich dann ins Labor verabschiedet. Da wurde mir dann Blut abgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das nur sieht. Und ja, am Montag, den 3.9., kann ich dann anrufen und kann nach den nächsten Ergebnissen fragen. Beziehungsweise, ja, ich kann vorbeikommen. Und da sollte dann einfach nochmal Blut abgenommen werden. Und ja, damit ein Vergleichswert eben festgestellt werden kann. Ja, das war es eigentlich erstmal bis hierhin. Schwangerschaftsupdates folgen auf jeden Fall. Zur Sicherheit werde ich diese ab der 15. Woche
drehen. Ich werde mir natürlich bis dahin alles notieren. Ja, ich möchte einfach erstmal sicher sein, dass alles okay ist. Und ich denke, das ist auch ein guter Zeitrahmen, weil ich müsste jetzt ungefähr 5 plus 5 sein, also in der 6. Schwangerschaftswoche. Und ja, bis zur 15. Woche. Da gibt es dann reichlich zu erzählen und dann würde ich sagen, machen wir jedes Update alle 4 Wochen. Ja, ich würde aber vorschlagen, lasst uns erstmal bis zur 15. Woche kommen und ich werde euch natürlich updaten, wie es ja, wie es beim Frauenarzt am Montag war. Und ja, wer mich auf Instagram verfolgt, da bin ich momentan sehr aktiv, weil das einfach schneller geht, als immer ein Video zu drehen. Ja, da könnt ihr mich auch verfolgen und das ist auch kostenlos. Und ja, gut, das war es eigentlich erstmal bis hierhin. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, verfolgt mich auf Instagram oder Facebook, was euch lieber ist. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren hier auf YouTube. Das ist kostenlos. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn sonst bekommt ihr keine Nachrichten über die neuen oder ihr bekommt keine Benachrichtigungen über die neuen Videos von mir. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!